technologiecentrum des Balkans errichtet. Die Pyramide von Tirana wurde als Museum für den verstorbenen kommunistischen Diktator Enver gebaut. Nach dem Sturz des Kommunismus wurde sie in eine Diskothek umfunktioniert. Jetzt wird sie die größte Akademie für unsere Kinder sein, erklärte Herr Villier. Die internationale Konferenz über die Tendenzen der Nanotechnologie wird von der Albanischen Akademie der Wissenschaften organisiert. Daran nehmen wissenschaftliche und Forschungskräfte aus 21 Ländern der Welt teil. Tirana. Der Oberbürgermeister der Hauptstadt Tirana, Rio Villier, empfing den albanischen Boxer Florian Marku, der vor wenigen Tagen den Welttitel der IBF-Föderation gewonnen hat. Marku machte mit seinem Sieg in London alle Albaner stolz, erklärte der Oberbürgermeister Villier, der noch betonte, im kommenden Jahr, wenn Tirana die europäische Jugendhauptstadt wird, kommt Florian Marku nach Tirana, um ein Boxmatch zu machen. Florian Marku bedankte sich bei allen Albanerinnen und Albanern für ihre Unterstützung. Die Einladung des Oberbürgermeisters Villier ist etwas Großes für mich. Florian Marku hat in seiner Karriere 9 Siege erreicht. Soweit unsere Nachrichten. Hören Sie nun Jerzy Leka mit dem Lied Ein anderer Tag. In Diet Theater.
dat die gin in bulder. Hier is Radio Tirana. Albaniens Weg zur Europäischen Integration. Der albanische Ministerpräsident Tirana hat an der Konferenz über World Policy in Abu Dhabi teilgenommen, wo er eine Rede über die neuen Herausforderungen gehalten hat. Albanien, so Tirana, unterstützt mit Nachdruck die ehrgeizige Agenda der UN und des UN-Sicherheitsrates für ein unerschütterliches Engagement für die Achtung und Anwendung der Prinzipien des multilateralen Handelns. Albanien hat im vergangenen Jahr den OSCE-Vorsitz geleitet, indem es seinen Beitrag für den Frieden, die Menschenrechte und die Gleichberechtigung geleistet hat. Albanien wird so in seiner Geschichte Mitglied des UN-Sicherheitsrates für die Zeitspanne 2022-2023 sein. Mein Land gehört zu den kleinsten Ländern der Welt, da unser Bedürfnis zu sprechen ist groß. Die Probleme, in denen wir uns auseinandersetzen sollen, sind immer komplizierter. Nehmen wir den Klimawechsel. Die globale Wärmung ist nicht allein eine Frage des Klimas, sondern auch der Entwicklung der Sicherheit eine Frage mit einem langfristigen Einfluss. Je wirksamer die Maßnahmen heute, umso besser für die vermeidende Naturkatastrophe. Dann sprach Tirana über den Kampf gegen die Corona-Pandemie, die Sicherheit, den Kampf gegen den Terrorismus, Gestapo-Angriffe, die Sicherheit der Trinkwasserversorgung und eine langfristige und nachhaltige Entwicklung. Diese Zeiten der globalen Herausforderungen sind Zeiten der Herausforderung des Vertrauens. All dies verlangt eine globale Haltung, das Engagement von allen. Um alle diese Probleme zu überwinden, ist eine größere Integration für die Agenda der nachhaltigen Entwicklung, für die Fragen des Friedens, der Sicherheit und der Menschenrechte erforderlich, ein vierter Tirana in Abu Dhabi. Der Sprecher über die Lage in Albanien betonte, dass die albanische Regierung konkrete Projekte in der Energiewirtschaft realisiert, um Albanien in diesem Jahrzehnt zum Stromexporteur zu machen. Wir sind in erster Linie mit den EU-Politiken und den internationalen Dokumenten für eine umweltfreundliche Energie gesorgt. Albanien hat die Reform im Energiesektor bereits 2014 begonnen. Unsere Stromerzeugung stützt sich vorwiegend auf die Wasserenergie. Das sprach der albanische Regierungschef über die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und ihre Unterstützung für die Beseitigung der Folgen des Erdbebens vom 26. November 2019. Im Zusammenhang mit der Aufnahme afghanischer Familien erklärt Tirana, dass die albanische Regierung ihr Beitrag hat, bis 4000 Afghanen zu übernehmen. Es ist eine große Zahl im Vergleich zu unserem Land und unserer Bevölkerung. Auch im Vergleich mit größeren und reichen Ländern, deren Beitrag mit dieser Herausforderung nicht in Übereinstimmung ist. Ich habe mehrere Fragen darüber erhalten. Meine Antwort ist, in diesem Akt ehren wir unsere Geschichte und Tradition. Eine der glänzenden Seiten unserer Geschichte ist die Rettung der Juden während des Zweiten Weltkrieges. Kein Jude wurde den Nazis überrascht. Am Ende des Krieges gab es in Albanien mehr Juden als vor dem Krieg. Dann sprach der albanische Regierungschef Tirana auch über die Anstrengungen im EU-Integrationsprozess und betonte, dass wir diese Schritte für unsere Kinder unternehmen. Sie sollen von den Taten und nicht von den Worten lernen. In diesem Leben gibt es eine Zeit, in der man etwas fordert. Doch es gibt auch eine Zeit, in der man etwas geben soll, erklärte der albanische Regierungschef Tirana. Der albanische Regierungschef Tirana sieht zu einem offiziellen Besuch in Abu Dhabi auffällt, trifft sich mit den EU-Beauftragten für die Außenpolitik aus der Borre, in dem er im Feld der Westbalkanstaaten gesprochen hat. Wir können den Wohnen so wenig stattfinden. Er und Borrell haben auch über die politische Lage in der Region und den offenen Konflikt zwischen Bulgarien und Nordmazedonien gesprochen. Opfer dieses Konfliktes ist auch Albanien, darauf wartet die erste Regierungskonferenz mit der EU abzuhalten.
wie auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, vor einigen Tagen in Tirana erklärte, wird so intensiv dafür gearbeitet, damit die Beitrittsverhandlungen von Albanien und Nordmazedonien in der EU bis zum Jahresende in der slowenischen Präsidentschaft eröffnet werden können. Der stellvertretende US-Außenminister für europäische und eurasiatische Angelegenheiten, Gabriel Escobar, erklärte für bulgarische Medien, dass die USA hoffen, dass Albanien und Nordmazedonien die Beitrittsverhandlungen der EU in diesem Jahr beginnen. Der US-Diplomat erklärte noch, dass die USA davon überzeugt sind, dass Nordmazedonien und Albanien wichtige Reformen durchgeführt haben. Die beiden Staaten verdienen die möglichst schnelle Eröffnung der Beitrittsverhandlungen. Ich hoffe so, Escobar, dass alle europäischen Länder strategische Bedeutung verstehen und diese beiden Staaten zuzulassen, die Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Das war unsere Sendereihe Albaniens Welt zur europäischen Integration. Hören Sie nun, wenn der Malische mit dem Lied Kanzlerin Xero Tokas. Radio Tirana. Herausgestaltung des albanischen Volkes. Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, heute berichten wir über das Leben der albanischen Dichter Anton Sako Çajupi. Anton Sako Çajupi ist eine der berühmten Persönlichkeiten der albanischen Literatur und vor allem des kritischen Realismus und der albanischen Komödie. Çajupi lebt und schuf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Doch sein Werk ist auch heute sehr aktuell und wird in der albanischen Schule studiert.
Anton Sarko Chayupe wurde am 27. März 1866 in Schöpel im südalbanischen Petitio Castra geboren. Nach dem Abitur am französischen Gymnasium in Alexandria studierte er in der Schweiz und erhielt sogar den wissenschaftlichen Titel Doktor der Rechtswissenschaft. Danach ließ er sich in Cairo nieder, wo er eine bestimmte Zeit als Rechtsanwalt gearbeitet hat. Chayupi war mit dem Schicksal seines Vaterlands enge verbunden und deshalb hat er an der patriotischen albanischen Bewegung aktiv teilgenommen. Mit seiner Feder hat er einige der wichtigen Fragen des albanischen Volkes behandelt und hat damit einen großen Beitrag geleistet. Wie über das Alphabet der albanischen Sprache oder die Verteidigung der Unabhängigkeit, den Schutz der territorialen Gesamtheit. Weitere Thema waren die Liebe zum Vaterland und die Naturschönheiten unseres Landes. Einen besonderen Beitrag hat Anton Sarko Chayupi zur Entwicklung der albanischen Dramaturgie und Komödie geleistet. Unsterblich sind seine Werke. Mit 14 Jahren Bräutigam oder nach dem Tod. Sie zeichnet sich durch den echten Realismus und Chayupi kritisiert diese Wunde der albanischen Gesellschaft. Nicht desto weniger wertvoll ist auch die Tragödie Der Mann der Erde, die er im Jahre 1937 geschrieben hat. Sehr bekannt ist sein Buch Vater Tomor. Seines, der herausragende Werk der Literatur der albanischen Nationalwiedergeburt. Dieses Buch zeichnet sich durch den patriotischen Kampfgeister aus. Der Dichter und Dramenschriftsteller Anton Sarko Chayupi hat uns auch kostbare Übersetzungen hingelassen. Bekannt sind die Märchen von La Fontaine oder die indischen Gedichte Die Blumen Indus. Anton Sarko Chayupi gehört zu der Persönlichkeit der albanischen Literatur. Seine Werke werden in der Schule und an der Universität studiert. Mit 14 Jahren zum Bräutigam oder nach dem Tod sind zwei Werke, die von albanischen Theatertruppen mehrmals ausgeführt worden sind, ja sogar verfilmt worden sind. Einige Schulen, Straßen und Plätze tragen den Namen Chayupi. Anton Sarko Chayupi ist am 11. Juli 1930 wie in der ägyptischen Hauptstadt Kairo gestorben. Das, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, war unsere Sendereihe herausragende Gestalten des albanischen Volkes. Mit einem kurzen Beitrag über das Leben der albanischen Dichter Anton Sarko Chayupi. Radio Slovaquie Internationale. La Slovaquie en direct. Soyez les bienvenus à l'écoute du blog d'actualité préparé et présenté ce mercredi 6 octobre 2021 par Kristina Hanáková selon les sources des agences de presse slovaques. La Slovaquie à la une. La Slovaquie soutient...